Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt mitbekommen, die Geburt meines neuen Kindes, das Geheimnis der Weltstars zwischen Genie und Wahnsinn. Und ich habe euch ja gesagt, politisch ist alles schon gesagt worden. Politisch habe ich alles schon geschrieben, angefangen von der Jahrhundertlüge vor 10 Jahren. Deswegen haben die, die dieses Buch mittlerweile schon gelesen haben, waren schwer beeindruckt, haben gesagt, das ist eigentlich das trojanische Pferd. Das ist das trojanische Pferd, weil du genau die damit erreichst, die wir nie erreichen in unserer Freiheitdenker-Szene, die uns als Spinner, Verschwörungstheoretiker abtun. Warum? Weil weltweit die Menschen ihre Stars dort wiederfinden, von Whitney Houston über David Bowie, Beatles, Elvis, Pink Floyd, Led Zeppelin, Kurt Cobain von Nirvana und so Jim Morrison, also alle Großen sind dort drin. Aber die Geschichte hinter der Geschichte, die kennt, glaube ich, so gut wie keiner. Das ist die Erkenntnis, die ich schon beim Schreiben des Manuskriptes hatte, in den Vorgesprächen. Heute habe ich extra für euch mal eine Story rausgeholt, und zwar Bob Marley, der Reggae-König, ist ja nicht irgendwer. Fand ich interessant, als ich nach Polen zu unserem spirituellen Event gefahren bin, war an meiner Seite diese schöne Grüße an dieser Stelle. Und da ging es dann darum, dass ich gesagt habe, wollen wir mal reinhören ins Hörbuch? Und er sagte, oh, Elvis, ich war in Memphis, kenne ich. Er sagt, such dir mal was aus von den ganzen Kapiteln. Und sagt sie, Bob Marley. Dann haben wir uns das angehört, und das Interessante ist jetzt dabei, dass sie sagte, ach Gott, wusste ich ja gar nicht, was da abgelaufen ist. Naja, wir kennen natürlich No Woman, No Cry, Buffalo Soldier. Jeder kennt es weltweit. Ist er eigentlich der Reggae-König, die Nummer 1 bis heute. Ist Nationalheldendenkmal, steht dort in Jamaika. Nur interessant ist, dass die meisten nicht wissen, dass Bob Marley ja politisch aktiv war. Er hatte damals, wie immer in Lateinamerika war, ich sag mal da was immer, Riesenkonflikte. Warum? Weil die Amerikaner haben ihre Hände immer im Spiel gehabt. Dafür waren sie bekannt, speziell der CIA. Ich sage nur Schweinebucht-Invasion, Kuba, ich sage nur El Salvador, ich sage nur Chile, Pinochet, Salvador Allende, Putsch und so weiter. Also das ist ja ein Riesenherd von Konflikten dort immer gewesen, weil die Amerikaner immer die Vorherrschaft dort haben wollten. Und Bob Marley wurde wie ein Messias dort ja gefeiert. Und es ist nicht zu unterschätzen, dass dort um die Versöhnung, die Einheit fürs Land, war damals ein riesengroßer Friedenskonzert. Er sollte auftreten, und 2 Tage davor sind bewaffnete Männer bei ihm ins Haus, haben mit Feuer eröffnet. Seine Frau und der Manager wurden ganz schwer verletzt, lebensbedrohlich verletzt. Und Bob Marley auch. Und trotz der Verletzung hat er gesagt, er wird dort auftreten. Und irgendwann haben wir gehört, alles klar, mit 36 Jahren ist Bob Marley gestorben. Die klassischen Sachen. Ich habe gesagt, ich habe genau mit der gleichen akribischen Art und Weise wie damals bei der Jahrhundertlüge, bin ich in alle diese Themen eingestiegen. Alle, die ganzen Kapitel, die ihr schon mittlerweile gelesen habt, egal ob Led Zeppelin, David Bowie, Michael Jackson, Prince, alle. Und dann muss ich irgendwann feststellen, oh, das weicht ja komplett von der offiziellen Meinung ab. Bob Marley ist übrigens auch so ein Fall, weil man sagt, okay, der hat halt Hautkrebs und dann ist er durch Zufall so am Zeh und ist irgendwie gestorben. Wenn du aber tief einsteigst in die Thematik, stellst du aber immer fest, na Moment mal, Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass der CIA damals seine Hände mit im Spiel hat. Warum? Weil es jemanden gab, der auf dem Sterbebett genau die ganze Story erzählt. Also derjenige, der letztendlich für den Tod von Bob Marley verantwortlich war. Wie es genau abgelaufen ist und alle anderen Geschichten abgelaufen ist, findet ihr in meinem Buch. Und kann nur sagen, es wird euch begeistern. Und es ist wichtig, dass die Erkenntnis, die wir jetzt schon haben, dass immer mehr Menschen es weiterschenken, weil sie sagen, ist ja Wahnsinn. Mein Opa, meine Tante, mein Onkel, mein Bruder ist Fan von, keine Ahnung, Pink Floyd, Bee Gees und so weiter, die ganzen Namen findet ihr ja dort drin und die Story hinter der Story. Deswegen erstmal vielen Dank für eure Feedbacks und viel Spaß mit Das Geheimnis der Weltstar zwischen Genie und Wahnsinn. Heute war Bob Marley dran. Alles Liebe, euer Heiko.